gehen auch mal direkt ins erste Glücksrad rein. Oh Leute, da sind die ganzen Levels aufgelistet und ich hoffe, es wird nicht Graveyard oder Pumpkin Patch, weil dann würde der Schwierigkeitsgrad für uns nämlich schon wegfallen. Wir gucken mal rein und bitte irgendwas. Oh mein Gott, es ist Toilet HQ geworden. Okay, damit kann man leben. Das heißt, ein Schwierigkeitsgrad wird zum Schluss noch ausgelost. Wie viele Units dürfen wir mitnehmen, ist jetzt auch die nächste Frage. Hoffentlich 4 oder 5, bitte wenigstens 3. Ja, 4 Units. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, Leute, nice. Da würde ich mal sagen, das könnte schon mal ganz gut werden. Gucken wir mal, welche Units wir mitnehmen dürfen. Oh mein Gott, Leute, es sind nicht alle Units drin, aber es sind die kritischsten Units drin, also auch die weißen und so weiter. Ach, wir gucken jetzt erstmal rein. Also, erste Unit wird hier, der Scientist TV Man. Okay, das ist auf jeden Fall, würde ich sagen, schon mal nicht schlecht. Gucken wir doch mal, wo wir den alten Dude haben. Wo ist denn der Scientist TV Man? Der war doch hier oben. Also, ich sag mal so, ne? Mit der Unit kann man ja schon mal sehr, sehr gut arbeiten. Gerade bis in den Bereich Hard. Also, ich sag mal so, hätte schlechter laufen können. Wir gucken mal weiter. Oh, Leute. Und Nummer 2. Oh Gott. Oh Gott, der Rocket Cameraman? Digga, das sind jetzt beides die Episode 67 Units. Okay, nicht schlecht. Wir gucken mal weiter, was wir noch bekommen. Der Large Scientist Cameraman. Okay, da müssen wir jetzt auch natürlich nochmal gucken. Gucken wir mal hier die Units rein. Als erstes kam die Rocket Cameraman hier rein. Und dann haben wir als nächstes Large Scientist Cameraman. Oh, die synergieren hier eigentlich nicht schlecht. Okay, gucken wir mal weiter. Letzte Unit. Wer darf noch mit? Wer darf noch mit? Der Pumpkin Farmer. Es war so knapp. Der Large Cameraman. Junge, das ist doch 100% Müll. Oh, Leute, gucken wir uns mal die Unit an. Wo ist der Large Cameraman? Ich glaube, der ist weiter unten, ne, weil der richtig Schmutz ist. Ich muss mal gucken. Also, Cameraman, K, Large Cameraman. Das, warte mal. Der Large Cameraman, wo? Ah, hier ist er. Okay, das ist eine epische Unit. Ich kenne die gar nicht. Der DPS ist in Ordnung. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Schwierigkeit wir bekommen. Toilet HQ war die Map. Da laufe ich jetzt einmal ganz kurz hin, denn da müssen wir gleich rein. Und dann müssen wir jetzt natürlich noch entscheiden, welcher Schwierigkeitsgrad hier gezockt wird. Gucken wir mal. Leute, ich habe Angst. Bitte gib mir nicht extrem. Bitte gib mir nicht extrem. Ich habe keine Bank. Oh, Easy Mode? Oh mein Gott. Ja, okay, Leute. Also, ich denke mal, den Easy-Mode kriegen wir wahrscheinlich ganz schnell geregelt. Deswegen werde ich jetzt noch ein zweites Mal auslosen. Müssen wir auf jeden Fall safe noch eine zweite Runde machen. Und es ist der Hard-Mode. Okay, wir gehen auf Easy und dann auf Hard. Und die beiden müssen wir packen. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Und Leute, da bin ich jetzt auf meinem eigenen Server, Toilet HQ. Der Easy-Mode geht rein. Ich sag mal so, ihr denkt jetzt vielleicht, es ist wirklich richtig easy. Aber ich glaube nicht, denn wir haben keine Bank. Und gerade im Hard-Mode wird es nachher auch sehr, sehr interessant, wie wir Units platzieren, wie das hier dann funktionieren soll. Ich habe auf jeden Fall für den Easy-Mode schon eine kleine Idee und würde, denke ich, als erstes mit der Mauer arbeiten. Gerade auch, damit wir schneller Units skippen können. Ich würde mal sagen, wir machen den Scientist TV Man hier oben hin. Dann hat er eigentlich schon eine ganz gute Range und die Barrier ist schon platziert. Na dann, macht mal hinne. Autoskip lassen wir erstmal durchlaufen. Weil beim Easy Mode, da mache ich mir keine Gedanken. Das Ding hat 50 HP. Die werden sowas von gegen die Wand rennen. Gar kein Ding. Ich hoffe halt nur, oder ich glaube eher, dass es auch Sinn macht, dass wir noch eine zweite Barrier hier direkt dran packen. Genau so. Und dann kann man nämlich auch den Autoskip auf entspannt durchlaufen lassen. Welche Unit nehmen wir als nächstes? Eigentlich hätte ich mal Bock auf den Large Cameraman, weil ich den noch nicht kenne. Ich weiß noch nicht, wie krass der ist. Aber, okay, ja, vielleicht Rocket Cameraman könnte man auch nehmen. Ich werde jetzt erstmal nur mit Waveskip arbeiten, weil ich denke, wenn wir den Easy Mode nicht schaffen, also dann wirklich komplett Bruch. Ich habe die Barrier jetzt auch nochmal so ein bisschen aufbereitet. Die schießt jetzt hier automatisch die Units weg. Ich glaube sogar, dass der Cameraman, dass die Cameraman Barrier hier sogar für alle Units reichen könnte.
Erstmal bis die nächsten Waves. Ja, warten wir mal ab. Auf jeden Fall werde ich den Large Cameraman nochmal bauen. Ich will einfach sehen, was der kann. Ich habe zwar richtig viele Units, aber ich habe noch nicht mit allen gezockt. Das ist ein bisschen auch eine Schande, muss ich sagen. Was macht der? Okay, er hat ein entspanntes Gewehr auf jeden Fall. Cooldown, Damage und so weiter ist jetzt nicht so heftig, finde ich irgendwie persönlich. Aber ich... Oh mein Gott, die Range ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das muss ich schon sagen. Die geht ja dann hier schon in viele Bereiche. Ich lasse den Autoskip hier natürlich an, ne? Und im Hard-Mode probieren wir es auch. Ganz klar, Freunde. Ich denke, dass ich den Large Cameraman gleich sogar für 600 einfach upgraden werde und mal gucken, was passiert. Sehr schön. Läuft gut durch. Und wir machen auch echt gut Kohle. Es geht los. Junge, der fetzt ja mit seinem Gewehr schon mies rein. Irgendwie habe ich so... Irgendwie denke ich immer, die sind voll schlecht, ne? Aber eigentlich machen die Units schon Bock. Fetzen auch ziemlich viele Units weg, weshalb wir dann Max-Upgrade gehen können. Und er schießt hier oben schon die ganzen Units raus. Ah ja, easy. Viele kann man von denen platzieren, stelle ich mir die Frage. Mach einfach mal. Dass man mal so einen Überblick hat. Guckt euch das hier an. Yo! Yo! Was? Das ist komplett krank. Okay. Easy ist halt easy, ne? Was habe ich anderes erwartet? Eigentlich sollten wir den Modus skippen beim nächsten Mal. Aber es könnte natürlich auch mal anders kommen, wenn wir nämlich nur so ätzende, crappy Units haben. Und dann könnte es bestimmt eine Kombo geben, wo wir vielleicht auch den Easy Mode nicht packen. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ich weiß halt nur nicht, ob wirklich der Boss gleich problematisch wird. Man sieht's halt. Wir nehmen die Assassinen halt gut raus. Wenn wir vielleicht sogar einfach hier eine Rakete hinstellen und die wirklich bis in die Base reinpacken, was passiert? Okay, die macht hier gar nichts. Also eigentlich nur wenig. Ich würde mal so einen Rocketman hier hinstellen, der dann halt mal so ein bisschen reinschießt. Er schießt aber auch nur alle 2 Sekunden. Auch irgendwie nicht so krass. Passiert hier noch was? 600 und dann haben wir... Ich würde sagen, wir graden sogar den hier einfach gleich ab. Weil dann komme ich hier schon früher rein. Genau. So habe ich mir das gerade vorgestellt. Der Rocket Cameraman auch einfach komplett teuer. Weiß ich auch nicht, was das soll. Aber 800 Damage lässt sich auf jeden Fall sehen. Ich bin mal gespannt, ob wir den Hard Mode ohne Bank packen. Weil im Hard Mode muss man auf jeden Fall ordentlich nachziehen später. So, der Large Cameraman ist auf jeden Fall schon ready. Der Easy Mode geht auf entspannt hier durch. Und wir sind gerade mal 4 Minuten in der Runde und haben es gleich sogar schon geschafft. Ich würde vielleicht einfach den Large Scientist Cameraman hier noch mit aufbauen. Er kann dann hier mal ein bisschen mit reinlasern. Die Unit hier hat ein Health Heal. Wusstet ihr das? Das bedeutet, nach jeder Runde heilt sie deine Base. Jede Runde kriegt deine Base wieder HP dazu durch diese Large Scientist Cameraman Unit. Und man darf sie halt nur einmal hinpacken, aber ihr seht es hier unten schon. Da wird es angezeigt, man kriegt plus 10 HP. Das heißt, man kann mit der seine Base auch wieder aufbauen und dadurch Fehler wieder ganz gut kompensieren, ne? Ui. Aber er macht halt nicht viel Damage. Also die Unit ist komplett useless, kann man schon so sagen. So, wie sieht's aus? Kommen hier noch ein paar oder war es das jetzt schon? Weil ich stelle sonst hier, glaube ich, den Large Cameraman einfach rein. Lass den mal ein bisschen reinshooten. Die kommen kaum aus der Base raus. Junge, dieser Spielmodus ist ja so, so easy. Bro. Ich stelle mich hier einfach hin. Man sieht nicht mal mehr, ob jemand rauskommt, gefühlt, ne? Also, wirklich gottlos. Wirklich gottlos. Stell mal vor, gleich extrem starke Unit. Ich weiß halt nicht, was der Wave 20 Boss nachher für Leben hat. Ich denke mal, 100.000 wären auf jeden Fall schon gerechtfertigt. Kann ich aber noch nicht sagen. Die kommen auf jeden Fall schon einen Ticken weiter, ja, das merkt man aber. Wenn ich jetzt halt den Rocket Cameraman entsprechend für 1.400 Damage ausbaue, ich könnte jetzt wahrscheinlich sogar
Oh, da ist die erste Large Toilet gekommen. Oh mein Gott. Leute, die kommen mal weiter als 3 Meter. Krass. Ja. Easy Game, oder? Wie viele Münzen kriegt man dafür? Ich weiß es gerade gar nicht, aber ich glaube schon echt super viel. Kommt hier noch ein Boss raus? Wir haben 22% der Wave geknackt. Hier die erste Large Toilet, die aber auch instant weg ist. Wir haben 1 Sekunde Cooldown auf die Rakete. Auch ziemlich strong. Ich upgrade einfach mal die Units hier vorne noch und dann ist, glaube ich, gut. Denke nicht, dass hier noch viel passiert. Ja, Leute, das Glücksrad kann natürlich manchmal so kommen, aber wir hätten es auch anders treffen können. Und zwar hätten wir den Extremmodus bekommen. Dann, glaube ich, wäre für uns richtig Feierabend gewesen. Es gibt da halt eine große Schwankung. Gerade auch die Units, die wir jetzt bekommen haben, würde ich sogar sagen, ist für diese Folge echt ein ganz geiles Setup. Beim Hard Mode gleich ohne Bank könnte das nochmal ein bisschen anders laufen. Hier haben wir die erste Boss-Toilette. Die wird aber richtig auseinandergeschrotet, ne? Und tschüss. Feierabend, wir haben gewonnen. $100 mitgenommen. Und jetzt geht's rein in die nächste Runde. Und wir fackeln da auch nicht lange. Wir gehen direkt in die nächste Runde rein. Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Nicknames in die Kommentare schreiben und Hashtag Halloween. Dann verschenke ich noch an eine Person, die halt unter dieses Video kommentiert, eine Halloween-Crate. Ich suche mir dann irgendjemanden raus. So, dann wollen wir mal. Wir gehen rein in Toilet HQ. Nächstes Game. Und dieses Mal der Hard Mode. Jetzt bin ich gespannt, ob wir das Ding brechen können. Ich glaube, wir fangen auch mit weniger Geld an oder mit mehr Problemen. Ich weiß gar nicht. Fangen wir mit weniger Geld oder mehr Problemen an? Ich glaube, wir machen hier fast das gleiche Setup. Ich würde aber erstmal den Large Cameraman hier hinbauen. Wie viel Damage macht der? Ich glaube, genug, oder? Bei, ich lasse hier, glaube ich, die Wand wieder stehen. Weil dann könnte man, wenn die Barrier richtig abgegradet ist, hier oben wahrscheinlich sogar noch Damage reinbekommen. Der Autoskip läuft jetzt auch durch. Die Units werden dann, denke ich, nach dem Autoskip schon stärker. Wir haben jetzt nur $100 bekommen. Vorhin konnten wir direkt eine neue Mauer setzen. Das geht jetzt nicht mehr. Das ist jetzt schon also wirklich vorbei. Und die Barrier ist auch noch nicht gut repariert. Hier sieht man es schon. Oh, Leute, das wird dieses Mal ein bisschen anders, sag ich mal so. Könnten aber noch eine zweite Mauer legen. Ah, das hier wird echt, könnte nochmal knapp werden. Ich lege hier noch eine Mauer hin. Wir gucken mal, wie weit die jetzt durchkommen. Ah, Krise, Bro. Ich sag ehrlich, komplett Krise. Oh, 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 oh. Eieiei, die Barrier fällt schon gut. Oh, Bro, da sind schon 2 durch. Aber das ist eigentlich kein Problem. Ich würde hier einen Large Cameraman hinbauen. Man merkt schon, das Tempo hier ist schon ganz anders. Nimmt hier aber ganz gut die Units raus. Und der Large Scientist Cameraman, eigentlich denke ich, macht es Sinn, wenn wir ihn hier placen. Dann macht er ja nicht so viel Damage. Wir können das easy gegenhalten später. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal so einen Scientist hier gleich upgraden. Der Large Cameraman wird einen Ticken zu lange dauern. Aber auf der anderen Seite, ich kann ja mal den Waveskip reinrieseln lassen. Da haben wir auf jeden Fall schon mal mehr Range. Das ist ganz gut. Vor allem auch mehr Tempo. Die erste Dual-Claw-Toilet mit 3200 Leben ist schon auf dem Weg zu uns. Was zur Hölle in der Runde 5. Uiuiui. Ui, ui. Okay, die Normal Barrier werden wir hier gleich, denke ich, da nochmal anfassen. Oh, oh. Er wurde komplett rausgenommen. Ey, Junge, hör mal auf damit. Was bist denn du für einer? Ah, die erste Barrier ist kaputt. Okay, aber wir können die Barrier direkt wieder neu aufbauen. Und jetzt kann, glaube ich, sogar die Barriere selber schießen. Ich würde, denke ich, noch einen Large Cameraman hier hinbauen, dass das schon mal helfen kann. Die Barrier muss jetzt mithelfen und hat jetzt einiges auszuhalten hier. Oh, wobei mit Autoskip geht das hier alles noch ganz gut. Wir behalten das Unit-Setup jetzt erstmal auf. Ich würde den Large Cameraman, glaube ich, jetzt dann upgraden. Ich hoffe, die Barriere heilt sich jetzt hier auch wieder raus.
auf jeden Fall schon deutlich anders vom Tempo her. 400, dann hätten wir sogar noch eine größere Mauer. Ich glaube, das machen wir. Wir nehmen die mit. Sehr gut. Ich warte, bis die Mauer kurz kaputt gegangen ist, also fast RIP ist. Und habt ihr gesehen, ich habe instant alles rausgenommen, indem ich die Mauer einfach repariert habe. Das war so wichtig. Diese Plays kann man bei der Mauer tatsächlich sogar noch mitnehmen. Die sind sehr, sehr smart. So, und jetzt... Natürlich gibt es jetzt noch mehr Shots rein. Und da kann jetzt hier... Oh mein Gott, die Minigun-Toilet! Jo! Okay, wir brauchen eine kleine Pause. Alter, das Ding hat 17.000 Leben und der schon 23. Bro! Ja, Rip-Skins. Und direkt die Claw-Toilet, wie die hier wieder reinscheppert, ne? Beide halten ihn irgendwie fest. Und jetzt die Minigun-Toilet auch noch. Oh mein Gott. Aber... Ist das ein Scam hier? Ich kann nichts machen. Die werden wahrscheinlich durchkommen, oder? Was machen wir da jetzt? Okay. Ich... Oh mein Gott. Ich kann nichts tun. Oder vielleicht doch. Ja, hier, die Barrier hilft auch mit. Okay, da ging gerade mieser Damage auf jeden Fall nochmal durch. Ich würde sogar sagen... Damage. Ja, okay. Moment. Vielleicht stellen wir noch einen Large Cameraman hier auf. Lassen die Wave mal kommen. Ich hoffe halt, dass der hier oben schon mal irgendwie ein bisschen Kohle farmen kann. Sieht schlecht aus. Kriegt er den weg? Ich denke nicht, ne? Schafft er, glaube ich, nicht, oder? Aber ein bisschen Schaden ist runter. Und dann haben wir später natürlich auch ein bisschen mehr Damage in unserem HQ. Das sollte aber der Scientist Cameraman dann hier ganz locker wieder auffangen. Den würde ich dann, denke ich mal, einfach hier so mit reinstellen. Also da. Der lasert dann ein bisschen mit. So, dann machen wir auch das Skip mal wieder an. Verdammte Boss-Toilet. Warte mal, wie wäre es denn, wenn wir vielleicht hier noch einen Rocket hinstellen? Das wäre doch smart, oder? Aber wenn der dann gleich mit der Range hier rüberkommt, optimal. Oh oh. Der Radius hat sich gut vergrößert. Vergrößert sich aber nicht nennenswert. Die werden die Rocket gleich auf jeden Fall so ein bisschen einschläfern. Man sieht schon hier hinten, wir haben nur noch 240 HP. Rocket schießt. Kommt gut. Newton Toilet hat zu wenig Leben. Er schießt richtig schön rein hier. Der AOE-Damage hat einfach mies reingezündet. Jetzt bekommen wir aber noch mehr Besuch. 59.000 Leben. Was soll ich dazu sagen, Alter? Na komm doch! Ja, mach doch! Okay, wir haben ja die nächsten Barriers aufgebaut. Man sieht aber, dass es extrem eklig ist, ne? Ah, oh mein Gott. Ich glaube, wir packen das wahrscheinlich nicht, oder? Bro, die Mauern haben einfach nicht gehalten. Das war zu viel des Guten. Könnten wir den noch upgraden? Ja, das bringt nichts. Also ich meine, 60.000 Damage gehen jetzt halt hier durch. Ich muss jetzt mir irgendwas überlegen. Wir können die Units leider immer noch nicht verkaufen. Ist wirklich extrem blöd gelaufen für uns. Er schießt, aber kriegt nichts down, ne? RIP Skins. Wir haben gerade mal 5 Leben dazu geheilt. Ich weiß halt nicht, was passiert, wenn wir... Wir müssten eigentlich, glaube ich, den Large Scientist jetzt nochmal schnell upgraden. Dann kann man nochmal reden. Eine Boss-Toilette vielleicht rausnehmen wäre gut. Oh mein Gott, ich hätte den Autoskip nicht so hart übertreiben sollen, ne?
Was machen wir? Was machen wir? Ich brauche eine Idee. Ich brauche jetzt eine ganz schnelle Idee. Ich stelle hier noch einen Large Cameraman hin, den ich richtig aktiv upgrade. Hier vielleicht noch jemanden. Ah, der hat auf jeden Fall eine gute Range. Oh, vielleicht klappt das mit den HP noch. Ich habe jetzt mal Wave reingeskippt, aber na, wir haben 72 Leben. Die Giant Glass Toilet nimmt es auseinander, das war's. Schade, wir haben jetzt schon wieder verloren. Bro. Bro. Viel zu OP. Ey. Die Units sind aber wirklich geisteskrank stark geworden. Vielleicht hätten wir die Barrier einfach mainly upgraden sollen. Oder halt natürlich eine ruhigere Runde. Ich würde aber sagen, wir machen einfach noch einen Try. Weil ich kann mir vorstellen, wir können noch ein bisschen weiter kommen. Bevor wir aber noch einen Try machen, will ich auf jeden Fall hier eine 10er Crate Spider aufmachen. Wäre auf jeden Fall krass, wenn wir die jetzt vielleicht zwischendurch mal ziehen würden. Ich guck mal rein, was wir so bekommen. Camera Spider. Die gebe ich auf jeden Fall auch an die Community. Wir haben Speaker Spider bekommen. Beides Schmutz. Camera Spider. Wir wollen Spider TV, ne? Die stärkste Unit, die es gibt. Aber die hat 0,1% Chance, dass man die überhaupt bekommt. Camera Spider. Gib jetzt einfach Spider TV auf Ehrenmann-Basis. Einfach so. Oder ich habe 2000 Gems ausgegeben. Ich bitte dich. Scam. Hashtag Scam in die Kommentare. Alter, Müll. Bro. Das war huge Scam. Also, kriegen wir den Hard Mode auf Autoskip durchgepusht, wenn wir diese vier Units spielen? Wer weiß. Vielleicht sollten wir auch nicht den Large Cameraman rausnehmen. Ah, wobei, eigentlich schon, oder? Eigentlich schon. Wenn wir den hier rauspicken, so, wenn wir den halt relativ early upgraden, müsste der das doch hier eigentlich locker in der Tasche haben, stimmt's? Ah, wir gucken mal rein. Ich glaube, wenn wir uns auf den so ein bisschen verlassen, weil man sieht, der sniped hier alles auf entspannt raus. Neue Wave kann kommen, die alte ist nämlich schon tot. So, und das würde halt den Radius schon ziemlich arg vergrößern. Wir hätten ihn vielleicht sogar noch einen Ticken weiter vorne hinstellen können. Aber ich möchte eigentlich auch, dass er nach hinten nachher angreift. Sehr gut. Hat er hier alleine alles gelöst. Nicht schlecht. Vielleicht machen wir hier eine Mauer hin. Und eine hier unten. Dass wir immer so ein bisschen Puffer haben, sozusagen. Barrier kann sich jetzt entspannt reparieren. Der Autoskip ist jetzt direkt durchgeschallert. Ich mache die Barrier direkt mal nach oben. Also wir werden uns jetzt mal nur darauf konzentrieren, diese Units hier zu maxen. Das wird unsere erste Mission. Weil dann kann die Barrier nämlich auch schon viel, viel mehr Damage machen. Sieht man ja jetzt schon, wie die Minigun von der Barrier hier richtig gut reinzündet. Boah, da kann ruhig schon direkt eine neue Wave kommen, würde ich sagen. Wir drücken das Ding gleich auf 10.000 hoch. Ich weiß halt nicht. Vielleicht sogar auch der Large Cameraman. Vielleicht macht der auch mehr Sinn. Aber wenn ich das hier oben sehe, kriege ich Panik, ey. Ich lasse erstmal die Kohle kommen. Und auch die Dual Claw Toilet lasse ich kommen. Die wird ja auch sehr easy abgemetzelt. Oh, sehr geil. Wir kriegen sogar deutlich weniger Damage hier. In dem Fall. Kommt er bis hier oben schon ran? Nee, leider hat er hat keinen im Ziel, ne? Aber er kriegt nachher wirklich alles hier rein. Das ist ganz gut. Da müssen wir uns auch so etwa hinbewegen. Ich glaube, es macht hier am meisten Sinn, die Units zu maxen. Erstmal ganz locker und dann erstmal die beiden hoch und dann können wir vielleicht nochmal ein bisschen so reinbauen. Ja, man sieht's auch. Das funktioniert hier extrem gut. Oh, Mist. $5 zu wenig. Ärgerlich. Wir haben aber jetzt 600. Das heißt, er kann jetzt schon mal mit aufräumen. Und man sieht, der hat ja ein unglaubliches Range-Potenzial. Der Cooldown geht auch noch richtig geil runter. Na ja, machen wir Autoskip rein. Das ist schon eine ziemlich strong Unit hier.
und tschüss. Large Cameron, Bruder. Geiles Gewehr hast du da am Start. Und die Dual Claw Toilet wird abgeräumt. Schönes Ding. Hier die Police Toilets auch locker rausgenommen. Die Camera Barriere wird auch nochmal repariert. Er macht die Claw Toilet auf ganz entspannt weg, bevor sie überhaupt ankommt. Sehr geil. Und hier haben wir jetzt die erste Unit gemaxt. Sehr gut. Ich bin mal gespannt, ob wir das jetzt mit Autoskip hier aushalten. Ich würde die Barriere natürlich jetzt auch nochmal deutlich höher pushen, damit wir Damage von der Barriere hier drauf auf die Lane schon bekommen. Ich glaube auch, dass es gerade passiert. Ui, die Boss-Toilet. Die wird ein ganz, ganz starkes Stück Arbeit. Wie wäre es, wenn man hier vielleicht noch eine Rakete hinbaut? Okay. Boss Toilet, ist er in der Range? Ja, aber die müsste eigentlich alleine wegkriegen. Ah, hier sieht man's. Geh's mal lieber auf die stärksten Units. Wir haben die Reichweite vom Raketenwerfer erhöht und den Cooldown so ein bisschen reduziert. Würde jetzt gucken, dass wir die nächsten 1000 auch in den Raketenwerfer investieren. Die Mauer ist dann dafür da, falls die mal so ein bisschen was durchlassen. Aber klappt gut. Und weiter geht's. Jetzt fliegt die Rakete schon ein bisschen entspannter. Oh mein Gott, habt ihr das gerade gesehen? Der hat... Alter! Was hat er da mit dem gemacht? Bro! RIP. Absolut RIP. Da sind noch zwei Toiletten übrig. Ich könnte jetzt den Scientist TV-Man upgraden. Mache ich aber nicht. Ich will eigentlich gerne Rocket upgraden. Und die Fly Rocket hat hier ordentlich reingezündet. Jetzt sollten wir vielleicht erstmal kurz den Autoskip ausmachen, weil ich noch nicht so ganz sicher bin, was wir hier machen sollten. Ich denke, wir müssen hier definitiv ein Upgrade rein. Die Wave skippen. Und vielleicht den nächsten Large Cameraman mit einem unglaublich starken Upgrade hier reinkriegen. Die können hier unten noch ordentlich Damage machen. Das geht. Mal sehen, ob die Giant Glasses Toilet das hier packt. Die Vakuumtoilette ist auch schon unterwegs. Oh mein Gott, sie haben es gepackt. Sehr stark. Sehr stark. Okay, instant 4000 Leben weg. Packen die das? Nee, das sieht schlecht aus. Schade. Könnte noch den Large Scientist Cameraman hier hinbauen. Dem könnte man jetzt eigentlich nochmal so ein bisschen mehr Damage geben. Man hätte ihn auch hier vielleicht sonst hier irgendwie rumbauen können. Aber... ja. Da passiert halt echt nichts, ne? Da geht nichts an Damage rein, nix. Vielleicht bauen wir noch einen Raketenwerfer hier drüben hin. Hier oben nur Raketenwerferhelden. Kann ich mir gut vorstellen. Die Giant Glass Toilet kommt leider durch. Auch irgendwie blöd. Vielleicht machen wir hier einen Large hin. Ich skippe mal die Wave rein. Mit denen nochmal so ein bisschen... wir versuchen den einfach durchzupushen. Ich denke, das reicht. Okay, hier haben wir jetzt auch schon einen richtig guten Kreis in dem gesamten Bezirk. Unten 10.000 Damage, die wir auf jeden Fall lockerlässig rausnehmen. Ich lasse den Autoskip drin und wir machen die Mauer unten richtig top. Wenn die richtig fett machen, die Mauer unten. Ich hoffe halt, dass wir gleich noch auf die 600 kommen. Ich werde das jetzt genau timen. Und bumm, Instant Damage rausgenommen. Sehr gut. Hier fangen wir dann auch nochmal an. Ich würde sagen, wir können sogar ein paar Raketenwerferhelden. Oh mein Gott.
Oder mach hinne. Ah, die Multi-Claw-Toilette kommt nicht durch, aber die Vakuum-Toilette wird so ein bisschen der Struggle. Oh mein Gott, die kommen da so schnell durch. Oh no! Digga, das war's komplett. Ich werde hier so lahmgelegt. Ich gebe alles, dass wir jetzt hier vielleicht noch ein bisschen die Möglichkeit haben. Bruder, Wave 21, weiter komme ich nicht mit den Units, oder was? Das darf es doch nicht gewesen sein. Ich habe zu wenig HP, ne? Wave Skip. Vielleicht sollten wir hier nochmal einen Large hinbauen. Skip jetzt rein. Ich muss jetzt irgendwie Kohle hier runterschieben. Puh, ich hoffe, das geht hier in diesem Bereich. Ah, komm schon. Nein, staubsaug doch weiter vorne. Oh, Bro. Ja, das packt mir nicht. Das war's, Digga. Wave 23 sind wir raus, Leute. Das Glücksrad hat schon wieder zu heftig reingezündet. Ich kann da nicht viel machen. Mir fehlt einfach Damage auf eine einzelne Person. Dagegen sind, also diese Large Cameramans machen hier einfach keinen guten Job. Ja, eine 5. Unit können wir leider nicht mit spielen. Wir gehen auf... jetzt muss ich überlegen. Auf was gehen wir hier? Ich würde sagen, wir gehen auf den Nightmare Mode. Und ja, gucken wir halt einfach, was jetzt hier so passiert. Wir haben jetzt hier den Camera Attack Helikopter. Der ist eigentlich echt gar nicht mal so schlecht. Wir müssen natürlich mal gucken, dass wir vielleicht hier so hinbauen, dass wir gerade so hier so rankommen. Ja, ich denke mal, hier packen wir den hin. Wir machen auf jeden Fall schon ganz gut Damage, aber alle 2 Sekunden, das ist so ein kleines Problem. Was kann der Medic-Cameraman? Weiß ich nicht. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das so easy ist. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Aua, das tut richtig weh, ne? Ei, ich habe ihn auch falsch geplaced, sehe ich gerade. Ich muss jetzt irgendwie mal gucken. Digga, wie sollen wir das denn machen? Leute, ich bin komplett RIP. Ich muss die Wave skippen. Vielleicht muss ich hier noch einen Camera Attack Helikopter hinstellen. Ich guck mal ganz kurz. Die Runde wird richtig witzig. Ah, Bro. Ey, ich muss jetzt ganz schnell mal gucken, dass wir vielleicht das Ding sogar hier hinsetzen. Ja, das wird auch nichts bringen. Ich muss ein paar durchlassen. Kann man nichts machen. Wir upgraden mal den hier. Dann hat er schon mal eine geile Range. Ja, aber die, guck mal, die kleinen Units hier, das wird auf jeden Fall schon mal wieder deutlich stressiger. Ey, ich bin so dran ohne Bank. Digga. Okay, da müssen wir gleich vielleicht nochmal picken. Und dann bleiben wir vielleicht eher bei Legendary Units. Ja, okay. Wenn wir hier vielleicht noch einen Helikopter hinstellen würden, dann könnte das vielleicht was werden. Ich mach das mal eher so. Wir müssen noch ein bisschen abwarten. Okay, Unit geplaced. Ich habe schon ein bisschen Leben verloren. Bro, diese Helikopter sind ja so useless. Alter, was soll ich denn da machen? Da geht doch nicht viel. Digga, ich bin so am Hintern, ganz ehrlich. Man sieht schon. Also, das wird unmöglich was, ne? Die laufen jetzt schon in die Base rein. Ich habe super viel durchgelassen. Leider muss ich nochmal die Wave skippen. Ich muss jetzt echt gucken, dass wir bisschen noch hier vielleicht was aufhalten. Ah, ja, schwierig, Leute, schwierig. Digga, wie soll ich das denn schaffen? Hä? Ohne Bank keine Chance. Okay, wir machen das anders. Wir lassen die Runde jetzt totlaufen. Ich will auf jeden Fall mal sehen, wie meine Base crashen. Bro, wie viele hier durchkommen. Ey, so RIP. Ja, war vielleicht kein guter Einstieg. Bum, bum, bum. Guckt euch das an. Ja, laufen jetzt alle rein. Das war's komplett. Ich hab's bis Wave 6 geschafft mit Random Units. Okay, 60 Münzen gekriegt. Fühle ich mich auch ein bisschen gescampt, muss ich sagen. Was soll ich da machen, ne? Wir gehen raus und wieder rein. Logisch. Und mal gucken, was das jetzt hier wird. Also, ich pick die Units mal wieder raus.
Hallo, mach die Units raus. Unequip all. Weiß nicht, ob das jetzt... ja, unequip all. Okay, perfekt. Und jetzt gehen wir nochmal rein. Ich würde sagen, die Pumpkin Farmer Unit nehmen wir mit rein. Der Rest ist random, okay? Sonst wird es vielleicht ein bisschen sehr schwer. So, fangen wir mal hier unten an. Ich mache das jetzt hier mit. Ba-ba-rap-da-rap-da-down. Und hier. Den Camera. Ich habe zu viele Medic Cameramans, Alter. Ich drop den so oft. Ich weiß noch gar nicht, was der kann. Was kann der eigentlich? Ich weiß, ist es noch eine Bank vielleicht? Okay, wir gehen weiter gucken. Und vielleicht hier oben. Den Camera Attack Helikopter. Okay. Und ja, hier so. Den haben wir schon. Okay, weiter, weiter, weiter. Ich würde sagen, hier so. Auch wieder. Also, Leute, ihr seht's, ne? So, gucken wir mal weiter. Da vielleicht. Der Pumpkin Farmer. Okay, den kann ich natürlich nicht nehmen. Den habe ich schon. Machen wir mal weiter. Vielleicht hier. Oh, wir haben den Upgraded Titan Speakerman als mythische Unit schon mal drin. Da fühle ich mich schon mal etwas sicherer. Und vielleicht ihn hier. Nee. Können wir auch nicht nehmen. Und da oben. Oh, die Camera Repair Drone. Wir haben jetzt leider nicht so viele Damage-Charaktere. Egal. Das wird unser nächster Pick. Also gehen wir wieder rein ins Toilet HQ und gucken mal, was das jetzt hier wird. Ich habe schon eine ganz coole Idee. Ich weiß schon, wie wir es machen. Ah, netter Versuch. Da ist schon jemand wieder reingejoint. Versuchen alle mal in Game zu kommen, aber nix da, Freunde. Wir gehen direkt wieder in Nightmare-Modus rein. Und ich denke mal, dann fangen wir an mit so Bank platzieren. Hier vielleicht so. Na, dann können wir hier vielleicht unsere Main-Character aufbauen. Hier die Banken, damit die halt hier die ganze Zeit stehen bleiben. Wisst ihr? Damit diese Banken so gestunt werden und sowas. Und ich lasse natürlich die Intermission laufen plus den Autoskip und würde dann... Ah, weiß ich nicht, Alter. Vielleicht könnten wir echt gucken, ob wir den Upgraded Titan Cameraman direkt bauen. Das wäre natürlich mal eine ganz dicke Ansage. Ich stelle einfach mal hier rein. Sollen wir mal sehen, wie es wird. Das müssen wir echt mal gucken. So, ich habe noch eine Bank reingehauen. Wir kriegen auf jeden Fall sehr, sehr viele Units gleich. Oh, Digga, der hat eine richtig große Range. Wir könnten ihn in die Mitte von diesem Spot stellen für 1000. Aber werden wir wirklich 1000 auch bekommen? Ich muss ein bisschen was durchlassen in der Base. Kann man nichts machen. So. Der nächste Pumpkin Farmer steht. Die sind Gott sei Dank alle nicht ganz so schnell. Die muss ich leider durchlassen. Ich hoffe, jetzt kommen gleich keine Speedy-Units oder so, ne? Aber, ja, ich muss vielleicht bis Wave 5 warten. Müssen wir mal schauen. 500 habe ich schon. Ja, ich mache noch eine Bank, noch eine Bank. Und hier stellen wir gleich unseren Cameraman Titan hin. Ich habe jetzt auf jeden Fall ordentlich Banken drinne. Wir müssen halt gucken, wie das hier wird. Vielleicht könnte ich auch da den erstmal hinstellen. Dass wir vielleicht sagen, hier. Eigentlich macht es mehr Sinn, wenn wir darüber gehen, ne? Okay, gucken wir mal. Bro. Das wird jetzt eine ganz kritische Nummer. Das wird eine ganz kritische Nummer, denke ich. Komm schon! Bruder, meine Base ist gleich Schrott. So, wir haben direkt den Upgraded Titan Speakerman. In der Hoffnung, dass er zumindest auch die hier knackt. Okay. Ja, das könnte... Oh mein Gott, er darf nicht zu viele durchlassen. Er lässt zu viele durch. War das jetzt schon ein Fehler? Ich pack mal noch so einen Helikopter hier hin. Oh mein Gott, ich bin dead. Ich hätte vielleicht erstmal den Helikopter upgraded reinpacken sollen. Nein, das reicht nicht. Schade. Ich hatte sehr viel Kohle. Es war, glaube ich, ein ganz cooler Versuch. Wir werden das mit diesen Units nochmal probieren. Ich werde dieses Mal aber den Attack-Helikopter machen. Und wir bauen nochmal unsere Banken auf. Ich muss hier mir eine ganz schnelle Strategie dafür überlegen. Ich glaube, wenn wir das jetzt so machen, ich muss mich natürlich auch so ein bisschen darauf vorbereiten, ne, dann wird das easy going, schätze ich mal. Jetzt, wenn wir wissen, was wir tun. Aber wir haben halt nur diese Units, ne? Wir müssen echt schauen, ob das was wird. Okay. Also. Vielleicht auch der Hard Mode erstmal. Aber eigentlich will ich den Hard Mode nicht spielen, Leute. Ich komme ja aus dem Halloween-Event und ich bin halt eine ziemlich starke Schwierigkeit gewöhnt, sag ich mal. Wir stellen die erste Bank hier hin. So. Und ich glaube,
dass wir erstmal, ja, eigentlich ist das schon okay, wenn wir so drei Banken vielleicht dahinstellen und dann hier den Attack-Helikopter so auf dieser Range und den dann halt relativ schnell verbessern, könnte der zumindest hier rumgucken, alles zu vernichten. So, ich mach mal hier die nächste Bank. Der Autoskip bleibt natürlich drin. Skippen direkt rein. Und die nächste Bank ist platziert. Ja, jetzt haben wir hier das Problem, ne? Ich würde den Attack-Helikopter gerne halt hier hinstellen und halt richtig mies upgraden. Aber ich glaube, wir müssen ihn erstmal dahin buttern. Bei... Vielleicht sollten wir den auch einfach mal hier so hinstellen. Nächste Bank platzieren wir direkt rein. Okay. Wir lassen diese Wave durch. Wir lassen diese Wave durch. Ich baue hier gleich den Attack-Helikopter hin. Dann gucken wir, was passiert. So. Wave 5 durchskippen wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ich mache hier noch eine Bank. Wir machen den Attack-Helikopter hier hin. Und jetzt warten wir, bis das nächste Upgrade durch ist. Und dann upgraden wir hoffentlich gleich zweimal. Könnte aber laufen. Komm schon, Bruder. Ich brauche jetzt Upgrades, Bro. Schnell. Bam, bam. Okay, damit können wir arbeiten. Das ist auf jeden Fall schon mal deutlich entspannter. Wir holen ein bisschen Tempo raus. Der macht hier seinen Job, glaube ich, ganz gut. Ich weiß, wenn wir jetzt nochmal $600 bekommen, dann könnten wir ihn nochmal schneller upgraden. Hier bekommt er auf jeden Fall auch noch ein bisschen die Möglichkeit reinzuzünden. Und wir haben leider noch nicht genug Geld. Wir haben noch nicht genug Geld. Was machen wir? Wir könnten hier noch einen Attack-Helikopter hinstellen und den nochmal upgraden. Und damit wären wir vielleicht in der Runde jetzt drin. 1,5 Sekunden ist aber halt trotzdem eigentlich echt nicht wenig, ne? Ich lasse den Autoskip nochmal durchlaufen. Ja, das ist einfach zu viel. Butz. So. Er kann jetzt helfen, da oben noch so ein bisschen mit zu attacken. Hier unten, das wird er niemals schaffen. Ich weiß halt nicht, wie schnell wir sein müssen. Boah, Leute. Leider wird das auch wieder nichts, ne? Ärgerlich. Ich hätte vielleicht wirklich auf das übelste Upgrade hier gehen sollen. Schon ein bisschen früher. Damit wäre es vielleicht noch was geworden. Ich glaube halt, dass die Units ein bisschen zu langsam sind. Also, was machen wir? Wir sind jetzt mit 2050 in dieser Runde gestorben wieder. Ah, es muss doch eine Möglichkeit geben. Wie wäre es, wenn ich... Ich darf mir eine Unit aussuchen, die wir rausnehmen, um so ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Sonst kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Ich würde den Ninja Cameraman mit reinpacken. Na, und dann machen wir damit nochmal weiter. Wir gehen wieder zurück ins Toilet HQ. Bumm. Und wieder rein. So. Wir bleiben auf Nightmare. Ich bin nämlich sehr sicher, dass wir diesen Modus easy packen. Ich muss jetzt nur mal gucken, wo wir vielleicht unseren Ninja Cameraman mit einplanen. Wenn wir vielleicht hier so hinbauen, dass er schon mal diese beiden Lanes hier gleich angreifen kann. Das wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Ich platziere hier mal eine Bank und lasse den Autoskip an. Dann würde ich meine Cameraman-Unit wahrscheinlich gleich hier hinstellen. So in der Hoffnung, dass wir beide Targets dann bekommen. Ich lasse ihn hier stehen. Wenn ich gleich 200 habe, geht's direkt rein. Komm schon. Perfekt. Er steht. Er kann hier den ersten attacken. Auf entspannt nimmt er sich die Lane, die Wave hier auf chillig ganz easy weg. Und jetzt basteln wir natürlich... Hey! Der Server hat restartet. Was? Okay, ich bin wieder zurück. Ich weiß nicht, was gerade war, Leute. Das habe ich das erste Mal erlebt. Aber jetzt gucken wir mal, was passiert. Der macht 100 Schaden. Die Toiletten hier packt er auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Wir müssen auf jeden Fall jetzt gucken, dass wir hier das Upgrade gleich reinschaufeln, bevor die dann durchgekommen sind. Wir haben jetzt 230. Ich werde jetzt erstmal so das Pumpkin hier installieren. Dann vielleicht nochmal ein Upgrade hier reinschaufeln, dass wir zumindest auch schon mal hier ganz sicher die Ecken bekommen. Ich denke, das dürfte auch gleich gut hinkommen. Und wir lassen jetzt mal komplett durchpushen. Falls ihr mal Bock habt, dass wir so eine Autoskip-Runde spielen sollen, sagt auf jeden Fall Bescheid und Hashtag Autoskip in die Kommentare natürlich.
gucken wir mal. Ja, doch, der dürfte hier, glaube ich, jetzt einen ganz guten Job landen. Er nimmt ja auch schon viele Units raus, muss man sagen. So, der Autoskip wird jetzt erstmal ausgestellt. Ich würde jetzt ganz gerne gucken, dass er erstmal so ein bisschen die Waves hier cleart. Macht er aber auch gut. Und dann geht's gleich direkt weiter. Und los. Bootsjunge! Jetzt macht der Cameraman auf jeden Fall schon mal deutlich mehr Damage. 300 plus 0,5 Cooldown. Richtig strong jetzt hier. Man sieht's. Der dürfte eigentlich mit allem fertig werden und kann sogar die Dual Claw Toilet hier oben mit hacken. Nein, er kommt da noch nicht so ganz ran. Wie schade ist das? So, wir machen da noch eine Pumpkin Farm erstmal hin. Oh, der hat ihn gerade ausgeschaltet. Nicht gut auf jeden Fall. Vor allem, wenn die nächsten Dual Claw Toilets kommen. Ich muss den jetzt irgendwie... Ich muss ihn upgraden, ne? Oder ich mache vielleicht noch eine zweite Unit hier hin. Könnten wir auch so machen. Skip mal die Wave rein. Und jetzt sieht es schon, glaube ich, ganz gut aus. Ich will einfach für den Drip definitiv nicht, dass hier irgendeine Unit durchkommt. Deswegen hoffe ich, dass jetzt die beiden bekommt. Bekommt er nicht. Schade. Okay, wir werden dann bis zur nächsten Bank einmal abwarten. Aber es ist ein bisschen blöd, dass jetzt hier die Toiletten auf jeden Fall so strong sind. Aber eigentlich kommen wir ganz gut durch. Ich platziere jetzt nochmal hier eine. Und dann skippen wir die nächste Wave. Junge, guck dir das an. Der ist ja mittlerweile so strong unterwegs. Okay. Wir upgraden die Camera Attack Helikopter Unit. Und machen vielleicht mal schnell ein Banken-Upgrade gleich mit rein. Wobei, eigentlich könnten wir sogar mal gucken, dass wir den Titan Speaker, den Titan Speaker Man relativ schnell mal mit reinbringen. Da muss jetzt die Boss-Toilette hier klatschen. Wird auf jeden Fall nicht easy. Aber alles soweit entspannt. Da ist er auch schon. Leute, da ist er auch schon. Yes, der Upgraded Titan Speaker Man ist da. So nämlich. Wenn wir den jetzt nochmal geupgradet haben, dann dürfte der Radius auch für das gesamte Feld reichen. Wir haben natürlich ihn relativ mittig gestellt, dass er unverwundbar ist. Und ich skippe jetzt hier nochmal. Perfekt. Jetzt hat er auf jeden Fall die Mega-Range auch fast bis hier rüber. Und der Cooldown wird dann auch reduziert. Der macht dann die ganzen großen Units. Ich sage auf jeden Fall, dass er die strongest Units holen soll. Und der macht jetzt erstmal die schwächsten Units. Die ganzen starken Units kann er dann, hier machen, ne? So, okay. Bank-Upgrade, auf jeden Fall super wichtig. Ich glaube, das läuft. Ah, er hat jetzt eine Rakete reinbekommen. Da bin ich mal gespannt, wie der das jetzt regelt. Machen mal First Air. Oh, wobei, ey. Das ist schon ziemlich stark auf jeden Fall hier. Nächstes Bank-Upgrade. Und wir können, glaube ich, gleich den Autoskip dann easy durchlassen. Ist auf jeden Fall gut auch angelegt hier. Ich glaube, der Upgrade Titan Speakerman wird eine unserer wichtigsten Units. Da werden wir uns auch so ein bisschen drauf fokussieren, dass wir den relativ schnell upgraden. Und hier versuchen wir jetzt natürlich einfach noch ein bisschen mehr Range aufzubauen, dass wir die Ecke schon mitbekommen. Ich weiß nicht, ob wir es bis da nach oben schaffen, aber ich glaube halt nicht. Okay. Der ist jetzt Max Level. Max Level, erste Unit. Ist in Ordnung. Lassen wir die nächsten Units mal kommen. Eigentlich könnten wir theoretisch noch hier so eine Unit hinstellen. Ich muss noch einmal gucken, wie groß der Kreis dann ungefähr wird. Ja, der macht hier seinen Job, glaube ich, ganz gut. Der Camera Attack Helikopter. Der wäre doch auch bestimmt noch mal richtig nice. Wenn wir den hier hinstellen und ihn einfach machen lassen. Aber auf der anderen Seite, na, ich weiß nicht, ey. Wir gehen rein. Wir bauen einfach die Farm erstmal hoch. Auch die Farm hochbauen. Der bekommt nochmal ein größeres Upgrade. Der muss hier auf jeden Fall schon auf der Lane später was tun. Vielleicht kommt er noch auf diese Lane. Wäre auch ganz nice. Lassen wir erstmal kommen.
Bis Wave 10 sind wir schon mit unserem random Team. Ich glaube auch nicht, dass wir den Nightmare Mode packen. Weil wir haben halt nur eine Legi-Einheit mit keine Mythische, ne? Und ich glaube, man braucht für den Boss später auf jeden Fall Mythisch. Aber ich lasse mich überraschen. So, wir skippen die Wave. Ich würde mal gucken, ob es vielleicht noch Sinn macht, hier einen zweiten reinzustellen. Ah, doch. Könnte man eigentlich tun. Würde ich den aber eher wahrscheinlich hier so über ihn hinpacken, wenn das geht. Ich weiß halt nicht. Der wird halt wahrscheinlich dann angegriffen später. Da muss man halt ein bisschen gucken. Aber wie nah kriegen wir ihn da? Oh, wir kriegen ihn sehr nah ran. Sehr nah kriegen wir den da ran. Okay. Habe ich erledigt. Lass die Waves reinkommen. Ich will direkt die nächste haben. Let's go. So, Bank Upgrade. Direkt Double. Jetzt machen wir die in der Mitte erstmal ganz hoch. Oh, da hinten kommen schon ein paar Dual-Claw-Toilets. Schwieriger Hase auf jeden Fall. Sehr gut. Er kommt hier noch nicht ganz an die Lane, aber gleich. Und ich glaube dann, ja, der steht hier leider nicht ganz so gut, weil der halt trotzdem natürlich gestunt wird. Aber er wird unser Backup später. Der Ninja Cameraman ist echt nicht schlecht unterwegs. Ich sag, wie es ist. Die Glitch-Toilette feiere ich aber auch mies. Okay, Leute. Upgrade ist drin. Die Bank ist auf jeden Fall durch. Da haben wir schon mal unsere erste Max Bank auf Level 13. Vielleicht lohnt es sich, hier noch einen Cameraman hinzustellen, der halt schon vorher irgendwie angreifen kann. Dass wir den halt hier so hinstellen. Und der halt wirklich diesen kompletten Cluster sozusagen übernimmt. Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn wir erstmal. Wobei eigentlich auch die Unit hier nicht schlecht wäre. Ich denke, das machen wir so. Ich stelle mal einen erstmal hier hin. Und Junge, der hat 83.000 Leben. Uff, Leute. Uff. Vielleicht brauchen wir den Waveskip direkt. Kommt schon mal nicht schlecht. Kommt schon mal nicht schlecht. Den upgraden wir auch gleich nochmal. Der macht nur die weakest Units. Der greift nur die schwächsten Units an. Sehr schön. Die haben hier die Wave auf jeden Fall schon mal easy geklärt. Ich will den halt eigentlich wegen dem ganzen Cluster, der wird jetzt kurz gestunt werden. Aber wegen dem ganzen Cluster will ich ihn eigentlich upgraded haben. Und die Multiclaw Jetpack Toilet macht hier richtig Alarm, ne? Oh, da haben wir eine Airplane Toilet. Haben wir den abgegradet? Ja, haben wir. Okay. Ayos mios. Wir müssen den Attack-Helikopter auf jeden Fall haben. Ja, der macht hier nochmal ein bisschen mehr Damage. Waveskip rein. Okay, ich glaube, er kommt hier rüber. Die Airplane haben wir durchgelassen. War auf jeden Fall nicht so eine gute Idee, das zu machen. Ich denke mal, wir sollten dann ein bisschen ruhiger spielen. Müssen hier zumindest die Mutant-Toilets später noch machen. Jetzt erstmal geht die Dual-Toilet rein. So. Ich mach mal First Unit erstmal. Sehr gut. Das passt schon mal. Okay. Dann wird's doch Zeit, vielleicht den nächsten abzugraden. Und Junge, kann der etwa AOE-Damage machen? Da bin ich jetzt nochmal gespannt, wie das läuft, der AOE-Damage hier. Tatsächlich. Hui. Dann lohnt sich auf jeden Fall das Upgrade für AOE-Damage nochmal definitiv. Weil hier unten kriegt er noch mehr.
starke Unit. Upgraded Titan Speaker Man, starke Unit. So. Wir brauchen mehr Cash. Weil jetzt wird die Intensität ziemlich hoch. Er nimmt hier die kleinen Easy Units raus. Okay. Flying Buzzsaw Toilet. Die müssen die wahrscheinlich zusammen machen. Ich würde mal sagen, der nimmt sich jetzt erstmal die strongste Unit vor. Die Boss Toilette wird ihn vielleicht sogar rippen. Ich weiß es halt nicht. Aber der Damage dürfte jetzt hier gleich nicht schlecht werden. Der AOE Damage. Ja, ist gut. Ist gut. Haben die gut aufgeräumt. Ich weiß halt nicht, was die Boss-Toilet jetzt bringt. An Cash, aber ich hoffe 1500. Also 400, ne? Ne, nix. Scam. Okay. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier auch nochmal AOE-Schaden rein. Und dann gehen wir jetzt auf die nächste Bank, oder? Safe. Hier wäre sogar wirklich ein Titan Speakerman gar nicht mal so verkehrt wegen AOE-Schaden. Könnte man den wirklich hier so dran lassen. Der wird wahrscheinlich dann so OP noch. Wir stellen hier einen hin. So, und nächstes Upgrade geht auf jeden Fall in die Bank. Safe. Safe. Intermission skippen, mach hinne. 3000, bis wir hier AOE-Damage haben auf den Titan Speakerman, finde ich super günstig. Macht es auf jeden Fall zu einer Unit, die sehr, sehr kostengünstig und sehr stark ist. Also hier ist das Verhältnis auf jeden Fall nicht schlecht. Ich gönne jetzt erstmal die nächste Farm rein, weil wir brauchen langsam die Moneten. Die Airplane Toilet hier wird nämlich ein ganz großes Problem. Hier kurz den Damage umstellen auf First, okay. Kriegen wir noch ein Upgrade durch? Wahrscheinlich eher nicht. Und weiter geht's. Guti, jetzt haben wir eine UFO-Toilet zu managen. Ich denke, es macht Sinn, hier gleich auf den Cooldown zu gehen. Aber die UFO-Toilet jetzt zu rippen. Camera Attack Helikopter wäre wahrscheinlich auch not bad. Aber eigentlich macht der nicht viel Damage. Deswegen denke ich, sollten wir es vielleicht lassen. Kommt schon, Leute. AOE Damage muss kommen. Wichtig auch, irgendwo. UFO Toilet ist gleich weg. Ah, da haben sie Angriff ein bisschen gecancelt. Aber okay. Sieht gut aus. Jetzt noch den AOE-Damage hier gleich auf den letzten. Oh mein Gott. Wir sind eigentlich an einem ganz ekligen Spot gerade für mich. Sieht schlecht aus, oder? Oh, doch nicht. Sehr gut. Nächste Wave. Okay, wir haben jetzt die Rocket Toilet, um die wir uns kümmern müssen. Ich gehe aber auf den AOE-Schaden und Leute, guckt euch das an. Der AOE-Damage geht jetzt hier in drei Lanes rein. Richtig strong. Und sogar auf die Lane. Dann gleich, ne? Ich denke, so war's. Junge, wie lange pennt der, Alter? Oh, Rocket Toilet. Auch easy erledigt. Easy abgesnackt. Okay. Wir gehen jetzt straight wieder auf Farm-Business, Leute. Weil ich glaube, die packen das schon von alleine. Wir haben drei AOE-Damage-Units. Ja. Doch, dass wir den Titan Speakerman am Start haben, könnte unsere Random-Runde sogar carryen. Ich mach mal die Weakest-Units. Ja, wobei, ich gehe halt, glaube ich, tatsächlich auf die erste. Guckt euch mal den AOE-Damage jetzt an. Der AOE-Damage ist echt gottlos.
Leute, ist echt richtig gottlos. Banken sind auf jeden Fall jetzt Max-Upgrade. Das heißt, wir können jetzt unsere Titan-Speaker cool upgraden. Und es ist halt ganz cool, dass die Boss-Toilette zum Beispiel ihn erst so spät disablen kann. Dadurch kriegen wir halt richtig viel Schaden schon drauf, ne? Skip. 4000 wären jetzt Schmackofatz. Aber wir haben zwei UFO-Toiletten. Wir haben hier noch die andere Flying Toilet. Uiuiui. Könnte ein Problem werden. Ich lasse den Waveskip kommen. Wir haben jetzt noch ein richtiges Upgrade drinne. Ich stelle ihn direkt hier rein. Ich will hier noch einen stehen haben. Wie stark ist die Unit wirklich? Wie stark ist die Unit wirklich? Oh oh. Na, es könnte sein, dass uns das gebrochen hat. Ich muss jetzt tatsächlich mal überlegen. Vielleicht könnten wir hier noch Units gebrauchen, die extrem viel Schaden machen. Ah, RIP. Oh mein Gott, ich habe, weil ich die Wave geskippt habe, verloren. Wir hätten das nicht tun sollen. Ach, Leute. Ich bin so ein Dulli. Hashtag Dulli in die Kommentare, wenn ihr sagt, Denno, das hättest du echt nicht machen sollen. Ich habe die Wave hier geskippt. Ja, ist doch schön für euch, dass ihr da angreift. Ich hätte wahrscheinlich sogar noch weiterkommen können. Ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich bis zum Ende gereicht hat.